Kommissionspräsident Barroso und seine Vizepräsidentin Frau Reding haben angekündigt, einen sogenannten Rule of Law-Mechanismus einzuführen. Zumindest wollen sie den einführen, um sogenannte Rechtsstaatlichkeitskrisen zu verhindern. Als Beispiele wurden da von Frau Reding genannt die angebliche Verfassungskrise in Ungarn, Rumänien, Frankreich. Und die Kommission meint, sie könnte europäische Werte verteidigen, wenn sie zukünftig über die Rechtsstaatlichkeit eines Landes urteilen könne. Das ist ein weiterer gefährlicher Anschlag auf die Souveränität der Länder. Sie sind gescheitert in Ungarn, die Kommission mit ihren Einmischversuchen. Und sie sind erbärmlich gescheitert seinerzeit mit den drei Weißen aus dem Euroland, als die Österreicher eine andere Regierung im Jahre 2000 bekommen haben, als es der linke Mainstream verlangt hat. Das heißt, jetzt versucht man gezielt eine Rechtsgrundlage zu schaffen, mit der man dann direkt in die politischen Verhältnisse eines Mitgliedslandes über die Rechtsordnungssysteme eingreifen kann. Und da muss man entschieden Widerstand leisten. Das ist ein echtes trojanisches Pferd, das hier den Mitgliedsländern vor die Haustüre gestellt wird. Mr. Barroso and Mrs. Reding, they also suggested to implement a new rule of law mechanism because they think that the crisis of rule of law in Romania, in Hungary, in France should be judged by the Commission. Well, there are certainly many things to be corrected when you see the principle of rule of law, the principles of fundamental freedoms when it comes to many of these countries, the level of corruption, the role of the mafia, there are huge problems. The big question is it really something that Barroso and his allies here can do anything about? And I wouldn't say so. I mean, if you just see within the European Union, the level of corruption within the Union, they haven't been able to do anything about. Then imagine that they should do something to a country that they have never experienced anything real about, that they have no true in-depth competence of controlling, and they should do that here from a distance of 1,000 kilometers or so. I don't really think it's going to happen. But they will definitely introduce this to get more power, because that's in the end of the day what they want. They want to control all the member states, they have the authority to control the member states into the smallest detail, and they will use any excuse to get it.